Hallo, ich bin Sergej. Ich mache eine Ausbildung bei der Sparkasse Tauberfranken. Und heute gebe ich euch eine Anleitung, wie ihr am schnellsten jonglieren lernen könnt. Denn wer möchte das nicht können? Und bevor du anfängst, mit drei Bällen zu jonglieren, fangen wir Step by Step an. Zuerst nimmst du dir einen Ball und fängst an, diesen von der einen Hand in die andere zu werfen. Achte darauf, den Ball möglichst nicht mit deinen Augen zu verfolgen. Das wird später noch wichtig, wenn du versuchst, mit drei Bällen zu jonglieren. Wenn du dich beim ersten Schritt nun sicher fühlst, kommen wir jetzt zu Schritt 2. Jetzt nimmst du dir einen Ball in jede Hand. Du fängst an, einen Ball hochzuwerfen. Und wenn dieser am höchsten Punkt ist, wirfst du den anderen schräg unter diesem durch. Wiederhole diesen Vorgang ein paar Mal, bis du den Dreh raus hast. Kommen wir nun zum dritten und letzten Schritt. In diesem Schritt nehmt ihr euch drei Bälle zur Hand. Zwei in die Hand, in der es sich einfach ein bisschen besser anfühlt, und einen in die andere Hand. In diesem Schritt wiederholst du quasi den zweiten Schritt und fängst an, mit der Hand zu werfen, wo sich zwei Bälle befinden. Wenn der Ball am höchsten Punkt ist, wirfst du mit der anderen Hand den Ball unter diesem durch. Du wiederholst diesen Vorgang, bis es irgendwann mal eine flüssige Bewegung wird. Und denk dran, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn die Bälle mal runterfallen. Einfach aufheben und weitermachen, denn Übung macht den Meister. Und zum Schluss noch ein kleiner Tipp von mir. Oftmals hält man gerne einen Ball zu lange fest. Aber merk dir, werfen ist wichtiger als fangen.